Servus Leute, heute habe ich einen Raid für euch vom ersten Wipe-Tag auf Customs. Da war ich dabei, das letzte Saliva zu suchen, habe ich dann auch gefunden und ich musste noch ein bisschen drum kämpfen. Gab echt schönes Low-Level-PvP, aber ich will nicht zu viel spoilern. Schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, vielleicht bin ich doch gerade. Link unten in der Description, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut, vielleicht ein Follow da lasst. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Okay, hier gehen wir jetzt auf jeden Fall Saliva jagen. Voll der Bums. 5er Armor, er hat mir ins Gef gebracht. Netterweise. Salevas und Rycroutons. Irgendwie sind die Frames jetzt hier gerade wieder schlechter. Naja, der RAM. Es liegt daran, mein RAM wird gerade recht voll. Also, wenn die schlechten Frames kommen, dann ist der RAM recht voll. Ich hätte mein Game neu starten müssen. Souls, sehr gut. Macht Bock, ich meine, Tag auf Gewalt macht die Bock. Auch nicht drüber reden. Ich finde die Sounds sehr komisch, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich finde es eigentlich ganz nice. Die neue Audio muss man ausprobieren. Es gibt keine andere Audio. Pferd. Man muss halt Binaural Audio noch anmachen, aber das sollte man eh anhaben jetzt gerade. Also die Audio finde ich gut. Ich muss halt noch ins Detail gehen, ne? Ohne Halle. Mal ein. Braucht man, glaube ich, für ein Hideout. Der Sound sollte deutlich besser sein. Ich meine, es wird so sein. Der Sound könnte jetzt perfekt werden und es wird sich trotzdem beschwert. Von daher, mal schauen. Steam Audio ist weg und Oculus Audio ist jetzt da. Gimme. Ah! RBTB. Will ich aber raus und mein Game neu starten. Die spawnen echt Scavs, ne? Carbattery? Nice.
rein. Okay. Okay. Also bei mir ist Streets of Tarkov sehr gut spielbar. Hier hält wieder Skeffs hin, ne? Wie viel FPS auf Streets? Also eigentlich konstant über 100. Haben wir es dann mal? Jo. Danke, Gesell. Die gute Gisela, ne? Da hat sie gesaved. Über mir. Schön gestorben auch. Ein X400? Hör doch auf, ey. Und die darf jemand haben. Scheiß drauf. Skeps sind so nervig. Wieso? Aber man hört sie jetzt, ne? So, jetzt gehen wir raus hier. Reicht. Hab dann doch genug. Komm, mach mal schnell Scheiß drauf. Ich loot die übrigens nicht mehr, ne? Die haben nicht viel. Die sind unter meinem Niveau, will ich damit sagen. Spaß. Gibt keinen Grund zu looten, Leute. Ich bin voll. Wenn ich mehr loote, bin ich so langsam, dass ich ewig zum Exit brauche. Wäre eine scheiß Idee.
Und ich habe das letzte Saliva einstecken. Deswegen werden die nicht gelootet. Und die liegen da so offen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich sterbe, ist sehr hoch dabei. Oh Mann. Halben Tag Vibe direkt abgehoben, ja. So ist es. Leute, ich bin voll, ich habe genug Loot. Es lohnt sich nicht. Das Risiko ist viel zu groß. Ich habe Quest-Items. Mein Gear beim Looten zu verlieren. Einfach nein. Ich weiß, es ist schwer für viele, Loot liegen zu lassen. Aber das ist genau das, was man in der Situation machen muss. Überleben, Quest-Item rausbringen, viel wichtiger als das bisschen, was man da rausholen könnte. Und ich müsste da 10 Minuten rumlooten. Ja. Viel Spaß. Darum schon Level 9, jetzt wahrscheinlich Level 10. Jawohl. Jawohl. So, schöne Vierergrillrunde. Ach Leute, macht mal Hallo YouTube. Macht mal Hallo YouTube. Risikomanagement ist alles am Anfang vom Vibe. Der Typ da mit der Mosin, wenn ich den Fight nehme, kann ich bloß verlieren. Selbst wenn ich ihn kill, habe ich nichts davon. Ne? Deshalb einfach zum Exit, lass ihn stehen, fertig. Viel besser. Stabiler Vibe-Start, würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Und ich hatte gerade Low FPS. So. Mehr von der Experience, genau. Wir haben hier eine 3700 XP-Runde. Wunderschöner YouTube-Spam. Wunderschöner YouTube-Spam. War halt eine kurze Runde, 11 Minuten nur, aber passt doch. Schöner Vierer-Kill am Anfang. Die vier sagen bestimmt nicht guter Vibe-Start, nee. Wundervoll. Level 10. Passt. Machen wir hier einen Marker und chat wieder aus. Schauen wir die Stats kurz an für Level 10. Man kann sagen, der Workbench favorisiert.